aus dem Moor. Ist es hier nicht einfach schön? Diese wunderbare Moorlandschaft hier in Hamannsumpf. Heute am ersten Weihnachtstag bei strahlendem Sonnenschein. Hier die Birken, die noch stehen. Auf der anderen Seite der Feldbahnstrecke ist die Benjeshecke. Dort sind die Totholz. Und dann bin ich ein kleines Stück weitergegangen. Hier ist unsere Demonstration, wie der Torf mit Hilfe der Bahn abgebaut worden ist. Hier sind die Loren drauf geschoben worden. Wir müssen das Gleis noch etwas näher in die Strecke bringen und dann mit einer sogenannten Auflegedrehscheibe die Loren Stück für Stück, also einzeln rüberdrehen und dann hier raufschieben. Rechts und links dieses Dammes sind dann die Moorbecken. Da kam der Torf für die Heilbäder dann in die Loren und ging dann weiter zurück Richtung Moorschuppen, später dann zur Schule. So, haben meinen Standort gewechselt. Der in den 70er Jahren dann eine Verkleidung bekam. Früher war der offen und es war eigentlich ein Nur da. Vor diesem Becken, wo ich stehe, was so ein bisschen aussieht wie schon fast eine Wiese, war bis vor ein paar Monaten noch ein Wald. Der Wald ist jetzt rechts und links entkusselt. Unser Freiwilliger Elias, der eigentlich in die Dominikanische Republik wollte, macht seinen Freiwilligendienst hier bei uns. Ja, und ist hochmotiviert und hat hier das Moorbecken komplett entkusselt. So kann sich hier das Moor erholen. Heute ist es ein bisschen frostig hier. Kein Schnee, aber man hat doch das Gefühl, es ist ein bisschen wild. Mich auch noch mal ins Bild. Ich sag frohe Weihnachten und hoffentlich sehen wir uns irgendwann mal wieder in der Realität. Das Video hatte ich aufgenommen, um das Livestream-Video etwas zu ergänzen. Hier geht's jetzt weiter am Montag, 28. Das ganze Holz, was wir gefällt und gesägt haben, wird jetzt aus den Moorbergen rausgeholt und hier schön in einem Zeitraffer-Video aufgeladen. Das Brennholz, was gekauft wird. Ja, und das Geäst kommt dann auch in die Benjeshecke, die ja schon von mir erwähnt worden ist. Ja, das ist natürlich eine Augenweide, wenn man den Holzstapel so schön auf den Wagen bringt. Ja, damit lassen wir möglicherweise das Jahr schon ausklingen und hoffen auf ein weiteres schönes, erfolgreiches Jahr 2021. Genießen Sie noch die letzten Sekunden dieses Videos.